Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über den Glauben sprechen. Und Matthäus 8 haben wir eine wunderbare Geschichte, wie ein Hauptmann an Jesus glaubte. Ja, das steht geschrieben vom 5. Vers, da lese ich hier. Da aber Jesus einging zu Kapernaum, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gichtbrüchig und hat große Qual. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn ich bin auch ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe unter mir Kriegsknechte. Und wenn ich sage zu einem, gehe hin, so geht er. Und zu anderem, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Da das Jesus hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgen, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ja, Jesus verwunderte sich sehr. Solch einen Glauben hat er nicht gesehen in Israel. Dort, wo eigentlich Gott sich so oft offenbart hat. Gott, der das ganze Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, wo sie alles noch nacherzählten, was alles Gott ihnen getan hat. Durch die ganzen Propheten, durch die ganzen Wunder, die geschehen sind im Land, die Führung Gottes. Aber da war so ein Glaube nicht. Ein Fremder, der hat diesen Glauben. Wer war dieser Mann? Hat er nun gehört von Jesus, hat er auch sich schon vielleicht auch in die Bibel mal reingelesen oder in die Tora. Von wo hat er diesen Glauben? Interessant, eine andere Übersetzung sagt es, Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen großen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Das ist schon interessant, wenn Jesus sich so verwundert, wenn er erstaunt ist über einen Menschen, über den Glauben in einem Menschen. Und da muss man schon genau hinhören. Denn eigentlich sowas steht nicht mehr in der Bibel. So große Verwunderung spricht er nur hier in Bezug auf diesen Hauptmann. Und der Hauptmann, er sagte, nur ein Wort gelingt. Wisst ihr, manchmal legen wir großen Wert, wenn wir Hände auflegen, wenn vielleicht viele Leute beten, wenn vielleicht noch was Besonderes gesagt wird, eine Predigt gelesen, noch etwas. Und hier war nur ein Wort von Jesu und dann wird der Knecht gesund. Mir ist der Mann sowieso irgendwie sehr sympathisch. Er kommt nicht und bittet nicht für seinen Sohn oder für seine Frau oder für jemanden, der ihm so nahe steht. Er bittet für einen Knecht. Ein Mensch, der auch die Knechte so wertschätzt, dass er geht deswegen zu Jesus. Auch das andere ist auch noch sehr groß. Er sagt, ich bin nicht würdig, dich aufzunehmen bei mir. Er sieht in Jesus diesen Herr, der eigentlich... Er sieht sich nicht würdig, dass er zu ihm unter das Dach kommt. Warum auch nicht? Weil Jesus ist für ihn eine solche Größe. Und deswegen bedeutet auch ein Wort gilt für ihn. Ich denke, es geht nicht nur hier um Gesundheit von diesem Menschen. Aber wenn Jesus sagt in seinem Leben, mach das, dann wird auch der Hauptmann alles machen. Wir sind doch oft daran, wo wir sagen, Jesus, rede in mein Leben. Sag mir, was ich hier tun soll. Oder ich will dir ganz gehören. Aber manchmal sind es auch nur vielleicht nur halbe Worte. Nicht so ganz, von ganzem Herzen, wie dieser Mann sagte, sage ein Wort. Und wenn Jesus in dein Leben ein Wort sagt und sagt dir, bekehre dich, fang ein neues Leben an, diene Gott so, dass er wirklich dein Herr ist, morgens und abends und nachts und immer, er ist dein Herr. Der Wille Gottes ist für dich so wichtig, dass du suchst nach diesem Willen Gottes. Der Herr, wenn er ein Wort redet, und Jesus hat so wunderbare Worte gesprochen, er sagt, wenn jemand zu mir kommt, dann werde ich nicht hinausstoßen. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ja, er will uns diesen Frieden geben. Das sind Worte Jesus. Und ich denke, wie soll man doch diese Worte Jesus so wahrnehmen? Dann ist auch dieser Bezug zu den Worten Jesus so groß. Wenn wir für einen Kranken beten und sagen, Jesus, sprich ein Wort.
Und dein Wort wird gesund machen. Wenn etwas nicht gut geht, dann sagt man, sprich ein Wort, Jesus. Wenn wir beten für die Regierung und etwas läuft wirklich verkehrt, dann sagen wir, Jesus, sprich ein Wort. Denn wenn ich ein Wort spreche hier zu meinen Nächsten, dann folgen sie auch und hören mich. Und so glaube ich, auch dein Wort wird gehen. Und es ist unwichtig, wie viele Kilometer sind also bis zu Bezug auf die Stelle, wo auch dein Wort wirklich diese Wirkung hat. Und wir lesen danach, er sagt zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht war gesund zur selben Stunde. So wird es auch bei uns. Auch auf unser Gebet, wenn wir so zu Jesu kommen, wird das Wort Jesu Wunder bewirken. Amen.